Hallo und willkommen zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und hallo Lydia. Tja, wir sind hier stehen geblieben. Im Winterfeste. Und wollten uns aber nicht hier mit Winterfeste selbst beschäftigen, sondern uns noch einmal ganz, ganz schnell aus der Stadt entfernen, bevor wir uns dann hier in das Langhaus des Jarl begeben. Wir wollen uns nämlich nochmal ganz kurz in Richtung Falkenring aufmachen, um dort für unsere gute Azura ihren scheinbar besudelten Stern zu bergen. Und zwar aus Ilinaltas Tiefe. Schöner Name. Ja, wir kennen Ilinaltas Tiefe bereits. Ich reise mal hier zum Fürstinnenstein, da wir von hier aus ein ganz schönes Blickfeld darauf haben, was uns erwarten wird. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ist inzwischen ein bisschen länger her, dass wir hier gewesen sind, aber Findlinge. Habe ich denn jetzt die Errungenschaft Findlinge bekommen? Merkwürdig. Ja, da vorne. Wisst ihr noch, diese Festung, die halb versunken war, die, wo dauernd aus der Decke irgendwo Wasser rauskam und so weiter und so fort, haben wir, wie bereits gesagt, schon erkundet, aber jetzt halt nochmal im Zusammenhang mit dem Stern von Azura. Okay. Und raus hier. Ist in diesem Sinne, wie gesagt, nichts wirklich Neues, aber da sieht man wieder, wir spielen zu gründlich. So. Wir bleiben auch vorerst nochmal bei Schwert und Schild. Ob das dann wirklich so gut funktioniert, ihr habt es ja gesehen, das kommt eher auf die Gegner an. Sobald die Gegner mit massivem Magieschaden gegen uns vorgehen, müssen wir auf Wundenschließen umschalten. Naja, ein Land wie und je. Ah, Lydia. Wir waren schon mal hier. Gehen wir da nach oben? Okay. Da wir das Ganze bereits erkundet haben, würde ich dann tatsächlich hier einfach in die Sintflut gehen und gar nicht großartig jetzt hier nochmal das Gebäude selbst erforschen. Naja, Novizen sind jetzt nicht, naja. Das, was ich auf Legende erwartet habe. Ein mächtiger Seelenstein. Seelensteinfragmente brauchen wir nicht. Mana-Trank. Die Türen ins Reich des Vergessens haben wir schon einige Male gefunden. Aber übrigens, das ist das 201. Video. Hätte ich gewusst, hätte ich wirklich wahrgenommen, dass das letzte Video das 200. ist. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht. Sagen wir mal, bei Video 500 machen wir was Besonderes. 100 war ja okay, habe ich auch gemacht, aber 200, wollen auch nicht übertreiben. Da haben wir das Problem, wir kommen nicht ran. Was hilft? Die Heilung. So. Was hast du Schönes für mich? Ein Frostresistenzentrank. Na, seht mal an. Noch eine Seele für den Meister. Da, wenn du das sagst. Ja, wir sind mitten in einem riesigen Lager der Totenbeschwörer gelandet. Schwarzer Seelenstein. Habe ich die Systematik der Seelensteine schon mal erzählt? Ich glaube schon, oder? Schwarze Seelensteine können im Gegensatz zu normalen Seelensteinen auch mit Seelen von, ich sag mal, höheren Rassen besetzt werden. Sprich von Khajiit, Dunkelelfen, Menschen, Nord, also Menschen im Sinne von Nord und so weiter und so fort. Dessen normale Seelensteine nur Kreaturen
Wildtiere und so weiter fangen können. Deshalb sind schwarze Seelensteine eigentlich böse, weil du da theoretisch höhere Wesen drin festhältst. Ja, wir haben ja gehört, dass der gute Totenbeschwörer, der den Stein besudelt hat, der ehemalige Magier, verstorben ist und sich im Stein von Azura unsterblich machen wollte. Hat hier gut funktioniert. Marlün Varen. Marlün Varens Grimoire. Schönes Buch. Ein Triumph der Magie über die Daedra. Auch wenn die Idee, mit einem daedrischen Artefakt zu experimentieren, von manchen belächelt und anderen getadelt wurde, hatte ich doch dort Erfolg, wo die Ignoranten und Abergläubigen sich nicht einmal trauen würden, es überhaupt zu versuchen. Der schwarze Stein ist mein Triumph über die Daedra. Fürstin Azura. Ein Neuentwurf des größten aller Seelensteine. Es wird das Gefäß meiner Unsterblichkeit sein. Der endgültige Beweis dafür, dass Sterbliche genauso für immer leben können, wie die Bewohner des Reichs des Vergessens. Diese Visionen und Stimmen, die Azura entsandte, um mich zu ärgern. Manche sagten, ich sei wahnsinnig, aber ich kannte die Wahrheit. Wem es darum geht, die Natur der Magie selbst vorzubringen, kann nicht heilig sein. Lass die Daedra ihre abscheulichen Bilder in meinem Geist entstehen. Sie geben mir das brennende Verlangen und die unbeugsame Disziplin, alle äußeren Einflüsse und alle Moral auszuschließen. Meine Schüler und ich haben uns unseren neuen Sitz erreicht, wo die primitiven Geister von Winterfest uns nicht länger hinterher schnüffeln werden. Vor unserem Exil hatten wir ein paar einfache Experimente durchgeführt, von denen einige zum Kollaps der Insel führte. Aber die Ruinen werden von einigen Verzauberungen intakt gehalten und unter den Wassern des Ilinalta-Sees fanden wir den idealen Ort für die letzte Phase der Erschaffung des Schwarzen Sterns. Genau hier. Azuras Stern. Zerbrochen. Bringe den Stern zu Aranea oder zu Nelaka. Ja, Nelaka vertraue ich so gut wie gar nicht. Das sage ich direkt. Wer eine Krankheit hat und stirbt, hat doch nicht das Recht, an einem göttergegebenen, Anführungszeichen, Artefakt rumzuspielen, oder? Hört sich blöd an, aber ich halte das nicht für richtig. Geschenkte Erfahrung. Ma. Verdammt. So. Wie viele die allein schon wieder getötet haben, oder? Echt verrückt. Wirklich reine Übungseinheiten hier. So. Okay. Ja, aber ich muss euch leider enttäuschen, denn das Finden des Sterns hier an dieser Stelle war nur die halbe Miete. Fertig sind wir damit noch nicht. Ich würde hier nochmal lang gehen. Na, seht mal. Ah, ein Kessel muss nicht gerade sein. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch definitiv noch einmal nach, aus Seeblick reisen müssen. Das ist jetzt auch hier direkt in der Nähe. Um dort einmal noch die beiden Schmuckstücke zu verzaubern. Sowohl unsere Kette als auch unser Ring. Tragen wir die bereits?
Ich echt verkauft. Den Ring habe ich doch. Die Kette habe ich doch auch. Bin ich blöd? Bin ich blöd? Ignoriert alles, was ich gesagt habe. Ich habe die wahrscheinlich doch hergestellt. Tut mir leid, Leute. Bitte nicht weiter darüber nachdenken. Ich bin geistig verwirrt. Okay, damit ist die Ausrüstung doch vollständig. So wollte ich es formulieren. Und der Ausgang. Okay, also, wie gesagt, zum Magier werden wir den Stein definitiv nicht bringen. Dem vertraue ich nicht und ich halte es auch für nicht in Ordnung, dass der Magier experimentiert hat. Und wenn Azura sich da, ich sag mal in Anführungszeichen, gewehrt hat oder ihn eben dementsprechend zur Rechenschaft ziehen wollte, weil er angefangen hat, an dem Stern rumzufummeln, dann ist es doch normal, dass sie ihr Artefakt nicht wollte, verändern lassen. Würde ich auch nicht wollen. Schreien von Azura. Hier los? Hat die ein Pferd geopfert oder was? Azuras Stern. Ich wusste, die Fürstin der Dämmerung hatte einen Grund, euch zu senden. Gebt ihn mir. Ich werde Azura bitten, dem Stern zu seiner ursprünglichen Reinheit zu verhelfen. Natürlich, bitteschön. Ich werde mit Azura reden. Azura, Mutter der Rosen, Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Euer gewählter Champion hat euch euren Stern zurückgebracht. Sie möchte selbst mit euch reden. Bitte legt eure Hände auf den Altar, dann hört ihr ihre Stimme. Okay, wenn ihr das sagt. Seid gegrüßt, Sterblicher. Ihr seid meiner Führung durch die Schleier der Dämmerung gefolgt und habt meinen Stern von meinem Wahren gerettet. Doch seine Seele wohnt noch immer darin. Geschützt durch seine Zauber. Bis er beseitigt ist, wird euch mein Artefakt nichts nützen. Dann werden wir das tun müssen. Und warum befreit ihr dann nicht selbst euer Artefakt? Ihr seid doch ein Daedra, oder? Am Ende wird der Stern allmählich auf meine Ebene im Reich des Vergessens zurückfinden. Doch ich bezweifle, dass ihr die 100 Jahre, die das dauern würde, warten könnt. Nein, es bleibt nur eine Möglichkeit. Ich werde euch in den Stern schicken. Dort werdet ihr Males Seele bannen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, Sterblicher. Naja, ja gut, ich bin bereit, den Stern zu betreten. Habt Vertrauen, Sterblicher. Ich werde über euch wachen. Meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Wartet, irgendwas mit euch ist anders. Ja, ihr könnt eurem Schicksal nicht entrinnen, Marlön. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Ihr hättet nie herkommen. Ja, und damit willkommen im Stern von Azura. Willkommen in einem Seelenstein. Ich habe ganz schlimme Erinnerungen an die Gegner hier. Es sind nämlich tatsächlich Daedras. Ich wusste es. Ich wusste, dass die richtig böse waren. Das wird jetzt eine Quälerei. Bin ich überladen? Bin ich jetzt überladen? Ach, weil das Schild jetzt was wiegt. Ah. Macht Sinn.
Ja, das machen wir. Der super. Okay. Herausforderung angenommen. Blitzresistenz, Feuerresistenz, Trank der Gesundheit, Vitalität. Exil des Heilers, Krieger, Volltreffer, tödliches Gift, Feuerresistenz, Erserker, was weiß ich denn, Regeneration, Ausdauer, ewige Heilung. Juhu. Boah, D3-Herzen, Leute. Super. Ja, geht mal hier. Richtige D3s. Die sehen hier total harmlos aus. Kleine Hörnchen, bisschen Farbe im Gesicht. Wartet mal ab, wie die Typen in Oblivion aussehen. Naja. Naja, da waren die Begleiter schlimmer. Viel schlimmer. Der Stern kann sich selbst läuten. Keine Sorge, Stern. Ich werde euch zurückbringen, bevor ihr vernichtet werdet. Ja, bitte. Okay. Ja, da haben wir es mit ein paar Tränken, mit ein paar Hilfsmitteln doch ganz gut hinbekommen. Mein Stern wurde wiederhergestellt und Marlins Seele wurde dem Reich des Vergessens überantwortet. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Sterblicher. Wie es vorherbestimmt ist, steht es euch frei, meinen Stern nach eigenem Ermessen zu benutzen. Vielen Dank, Königin Azura. Lebt wohl, Sterblicher. Wisset, dass Azura in der Dämmerung über die Fäden eures Schicksals wachen wird. Das höre ich gerne. Azuras Stern hinzugefügt. Als ihr im Stern wart, zeigte mir Azura eine Vision. Ihre letzte, wie sie sagte. Seit der Flucht aus Morrowind haben mich Azuras Prophezeiungen stets begleitet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ihr mich braucht, würde ich mich geehrt fühlen, euch zu begleiten, Wächter des Sterns. Dann hätte ich eine Aufgabe. Gerne, seid bedankt. Möge die Dämmerung über euch wachen. Azura schickt euch also keine Vision mehr? Nein, sie hat gesagt, meine Aufgabe sei erfüllt, dass mein Schicksal nicht mehr die Dämmerung sei und dass ich nun auf mich selbst gestellt sei. Ich kümmere mich um Azuras Schrein, wenn ihr mich nicht braucht. Ich habe noch meine Pflichten, aber zum ersten Mal fühle ich mich allein. Oh, die Arme. Bis zum nächsten Mal, Wächter. Bis dann. Okay. Ja, ist irgendwie traurig, oder? Danke für die Hilfe, Lydia. Ja, und da sind wir wieder. Mensch, nee. Schon ein bisschen ärgerlich.
So, Azuras Schrein, oder eher gesagt, Azuras Stern ist damit gereinigt. Sie hält ihn da auch in der Hand übrigens. Also gut, sie hält einen Stern in der Hand, aber der sieht aus wie Azuras Stern. Wir haben jetzt also ein Seelensteingefäß, mit dem wir unendlich viele Seelensteine von Kreaturen fangen können. Heißt im Klartext, wir könnten jetzt einfach alle Seelensteine wegpacken und brauchen nur noch Azuras Stern, um sämtliche mitnehmen zu können. Er spart einem Gewicht, Komplikationen und ich glaube, da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn wir eine mächtige Seele in Azuras Stern haben und dann mit der mächtigen Seele einen Gegenstand verzaubern am Verzauberer, zerbricht der Stein dann auch nicht? Denn dann könnten wir wirklich konsequent sagen, wir packen alle weg, wir beschränken uns komplett auf einen Seelenstein. Geld brauchen wir auch nicht mehr wirklich. Na gut, da seht ihr übrigens die Akademie von Winterfeste. Und ihr seht, wie auffällig sie wirklich dann nur noch auf dieser kleinen Steininsel steht. Und ihr seht auch hier eine Brücke, da ist was weggebrochen. Aber warum zum Teufel steht nur noch die Akademie, genau auf dieser ganz, ganz kleinen Insel? Das wollen wir herausfinden und nach Möglichkeit lebend hier runterkommen. Wow. Okay. Aber bevor wir uns zur Akademie selber begeben, bietet uns... Oh, die haben Ziege da unten. Bietet uns Winterfeste selber als Fürstentum noch einige eigene Aufgaben. Oh, oh. Autsch. Die so mit der Akademie gar nichts zu tun haben. Ja, die führen gerade wieder einen gefangenen Soldaten ab. Wir halten uns raus, ihr wisst ja. Der Krieg ist noch nicht unser Krieg. Solange wir uns raushalten können, solange wir vielleicht irgendwie doch noch Frieden halten können, wollen wir es auch versuchen. Ich präsentiere euch die Akademie von Winterfeste. Haben wir denn irgendwelche ganz, ganz starken Zerstörungszauber? Eisstachel. 25 Lehrling, Adept, Experte, Sturmwand. Er saugt nur so unser Mana weg. Ja, ich fürchte, wenn wir wirklich die Akademie von Winterfeste mit Magie spielen wollen, brauchen wir tatsächlich entweder Gegenstände, die unsere Magiefähigkeiten verstärken, oder Fertigkeitspunkte, die wir in die Magiefertigkeiten investieren. Und beides ist eigentlich sehr unpraktisch. Außer wir beschränken uns eben auf die Wiederherstellung. Ja, willkommen in Winterfeste. Zum dritten oder vierten Mal. Und erstmal hier das Langhaus des Jarl. Sehr auffällig da oben mit dem Mammutkopf drauf. Nicht schön, aber... Bei Shor. Ist das Azuras Stern? Wie kommt ihr in den Besitz eines solchen Schatzes? Lange Geschichte. Langhaus des Jarl. Jarl Korir. Was habt ihr hier in Winterfeste zu schaffen? Das ist nicht sehr freundlich. Ja... Eigentlich bin ich schon wegen der Akademie hier. Hätte ich mir denken können. Aber was soll's? Das ist der einzige Grund, aus dem sich überhaupt noch Leute nach Winterfeste verirren. Hat sich aber nicht nett angehört. Habt ihr etwa irgendwelche Probleme mit der Akademie? In der Tat. Und wenn ihr zu ihnen zählt, dann klebt auch an euren Händen Blut. Es ist nichts von Winterfeste übrig. Nichts. Alle wissen es. Die Akademie ist schuld daran, dass das Meer unsere Stadt verschluckt hat. Sie streiten es beharrlich ab, aber wir alle kennen die Wahrheit. Ja, ihr müsst wissen, ja, ihr werdet es wahrscheinlich selber erzählen. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfest erfahren. Was ist denn vorgefallen? Was gibt es da schon zu erzählen? Die Stadt ist größtenteils verschwunden wegen dieser verdammten Magier in der Akademie. Eines Tages werden wir beweisen können, dass sie den großen Zusammenbruch verursacht haben. Fast eine ganze Stadt, die ins Meer stürzt. Das passiert nicht einfach so. Na, könnte aber auch an der Umwelt liegen. Seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Winterfeste hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern.
Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfeste gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrand. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Ja, gut, ich besorge den Helm. Gut. Ich werde eine schöne Goldsumme für euch bereithalten. Finde Helm von Winterfeste in Helas Torheit. Okay. Also gut. Also gut. Wen haben wir hier noch? Hofzauberer, oder? Hyena. Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Korir wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser ginge. Und ich stimme ihm zu. Naja, das ist auch eine mutige Behauptung. Ah, Sturmmantel-Sympathisanten. Interessant. Interessant, interessant. Aber wo ist denn hier... Mein Papa sagt, dass Elfen böse sind und man ihnen nicht trauen darf. Schön. Wo ist denn hier der Vogt, frage ich mich. Ich darf mir das sogar nehmen, das ist sehr nett. Wir warten mal kurz bis zum nächsten Morgen. Irgendwie fehlt mir hier der Vogt. Und ansonsten habt ihr es gehört. Der Helm von Winterfest, eine Aufgabe des Jarl, werden wir auf jeden Fall erledigen. Eirith sagt, dass die Magier der Akademie... Eirith ist ein kleines Mädchen. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Ja. Hallo Malur Seelot. Was macht ihr hier in der Gegend? Ich? Nichts. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Der Jarl glaubt, ich hätte Verbindungen zur Akademie und schont mich daher. Möchtet ihr mir vielleicht dabei helfen, den Schein zu wahren? Der alte Nelakar bewahrt einen Zauberstab in seinem Zimmer im frostigen Feuer auf. Der Stab wäre eine hilfreiche Requisite, falls der Jarl sich fragt, ob ich tatsächlich Kontakt zur Akademie habe. Ja, gut. Danke. Ich werde darauf warten. Ich echt für den Stab stehlen, das ist ja nicht nett. Na gut, ihr merkt schon, Winterfest ist sehr stark angeschlagen. Die Stadt ist halb im Meer versunken. Warum auch immer. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden... Ja, mit ein paar Schlössern habe ich schon rumgespielt. Ärger. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Hey, was soll denn das? Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. So einfach geht das. Schon gemein, oder? Das ist doch der Betrunkene, oder? Ran mir. Ich versuche einfach nur in Ruhe zu trinken. In Ordnung? Ja, aber ich habe erfahren, dass ihr Isabelle Rolaine sucht. Oder kennt. Was? Erwähnt mir gegenüber bloß diesen Namen nicht. Wagt es nicht. Niemals. Oh Mann. Also gut. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Wisst ihr, wo ich Isabelle finden könnte? Oh nein. Dagur hat mit euch gesprochen. Okay, oder? Das kennen wir schon. Hat er euch in seinen Plan eingebunden, ran mir hier nichts raus? Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Schade. Nee, gut. Okay, so kommen wir also auch mit der Aufgabe rund um Isabelle nicht weiter. Ich denke mal, da ist Vex ein Anhaltspunkt. Mute ich mal. Hallo? Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Ja. Hier ist der Stab. Der dürfte sich als nützlich erweisen. Hier, ich zeige euch ein paar Tricks, wie man adeligen Honig ums Maul schmiert. Passt auf euch auf. Schön gesprochen. Na gut, das war ja nur eine Kleinigkeit. So, wo bekommen wir denn jetzt Helgas Torheit. Da waren wir ja sogar schon.
gehen wir mal von Ingvild. Aber wo war denn nochmal? Es fehlt auf jeden Fall noch ein Drachenpriester, der irgendwie oben auf einem Berg in seinem Grab lag. Ich sehe es bildlich vor mir. Wirklich, ich sehe es vor mir.